Die Landtagssitzung war von der aktuellen Diskussion über die Atompolitik und Energiepolitik geprägt. In Gedanken waren wir immer bei den Menschen in Japan. Aber es ging darum, Schlussfolgerungen für Deutschland und für Mecklenburg-Vorpommern zu ziehen. Deswegen haben wir uns nicht mit der Aktuellen Stunde begnügt, sondern in einem Dringlichkeitsantrag gefordert, sofort aus der Nutzung der Atomenergie auszusteigen. Die Fraktionen haben unterschiedliche Auffassungen dazu. Deswegen ist dieser Antrag in die Ausschüsse überwiesen worden. Die Linke hat ganz konsequent, wie sie ist, das Thema Hartz IV erneut angesprochen. Bekannt ist, dass es einen Kompromiss zu den Regelsätzen gegeben hat. Und die SPD-Vertreterinnen und Vertreter selbst haben verfassungsrechtliche Zweifel angemeldet. Nicht nur aus diesem Grund haben wir beantragt, dass das Land vor das Bundesverfassungsgericht zieht und eine sogenannte Normenkontrollklage einreicht, um tatsächlich feststellen zu lassen, wie und ob diese neuen Regelsätze verfassungskonform sind. Dieser Antrag wurde leider abgelehnt.